Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal ein Bild, wo ich hinter den Kulissen bin. Es geht ums Thema Duftproben. Die machen wir ja alle, um unseren Kunden was zeigen zu können oder beziehungsweise um sie was schnuppern lassen zu können. Ich verwende zum Schmelzen, hier im Hintergrund seht ihr auch meinen Hund. Sissi, schau mal her. Sissi, schau mal her. Schau mal her. Die tut jetzt den Kopf nicht hoch, als ob sie wüsste, dass ich hier filme, weil sie hat ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Kameras. Na Sissi, also gelangweilter Blick hier im Hintergrund. Ja, ich liebe sie trotzdem. Ja, also zurück zu den Duftproben. Ich habe hier so einen Schmelztiegel, der ist eigentlich für ein Schokoladenfondue gedacht. Ja, der ist innen drin aus Aluminium, das Teil ist aus Aluminium. Und ich habe einen, den habe ich mir mal bei Tchibo gekauft, weil der eine höhere Wattleistung hat. Der hat eine 30 Watt Leistung. Das bedeutet, dass das Wachs wesentlich schneller schmilzt als in den anderen, die nur 14 oder 15 Watt haben, sowas in dem Dreh rum. Also mein Wachs schmilzt relativ schnell. Was ich am Anfang der Saison mache, ich immer ganz, ganz viele Duftproben, die mir dann ein halbes Jahr halten. Und ich verwende dann immer einen ganzen Bar. Ich habe schon mal einen ganzen Bar vergossen. Da bekomme ich jetzt, was für mich absolut in Ordnung ist, 18 solche kleine Mini-Bars raus. Also ich habe noch die alten Formen, aber die gibt es ja mittlerweile in ein bisschen größer und die ganze Form mit diesen Wachsbars. Und dann habe ich mir gedacht, ach, jetzt mache ich noch 10 von diesen Teilen. Das sind die Sensi-Bars aus Filz, die man aufsaugen lassen kann. Und dann habe ich gesehen, oh, die saugen ganz schön was auf. Und das Tolle an denen ist, du hast halt, wenn sie dir schmelzen, dann sieht es nicht so schlimm aus. Ich wäre jetzt auch zum Beispiel, wir fliegen das Wochenende in Urlaub, da werde ich auch solche mitnehmen, werde ein paar Kataloge einpacken, damit ich halt, sollte mir jemanden kennenlernen, auch von meiner Tätigkeit erzählen kann. Also wie gesagt, die saugen ganz schön was auf. Und das Schöne an denen ist, ich glaube, das steht sogar in der Anleitung drin. Ich bin ja kein Anleitungsleser. Aber so, haben wir hier Deutsch, ja. Ja, legen Sie die Probe in eine elektrische Duftlampe und schalten Sie sie an. Wenn das Wachs geschmolzen ist, können Sie das Filzstück in der Schale lassen oder mit einer Pinzette herausnehmen. Also in den Anleitungen, in der Anleitung steht es auch drin. Die sind nicht nur zum Schnuppern. Früher habe ich immer so kleine Herzle gemacht zum Schnuppern. Jetzt habe ich mal gedacht, nehme ich diese Filzteile auch als Schnupperproben, denn die kann man ja auch schön weitergeben, wenn man jetzt sagt, okay, ich weiß, wie der Duft riecht, ich gebe dann jetzt an einer Freundin weiter oder so. Das sind immer 100 Stück sind, glaube ich, drinnen. Und die gibt man halt dann an seine Kunden oder an Interessenten, neue Interessenten weiter. Ja, das ist jetzt der Duft Lemon Base, Lemon Blossom Basil. Also er ist sehr, sehr blumig. Ich warte jetzt einfach, bis es fest ist und dann nehme ich die ganzen Teile raus. Bevor ich jetzt den nächsten schmelze, stelle ich euch einfach mal meinen Pott vor. Ich finde ihn auch total klasse. Ich packe mir immer so eine ganze Bar, breche mir dann das obere Stück ab und lege das drauf. Und jetzt stoppe ich einfach mal mit, wie lang der braucht. Also ihr seht schon, wenn der so ein bisschen warm ist, dann schwimmt das Wachs schon gleich. Und jetzt halt schauen wir einfach einmal, wie lange das Wachs braucht, bis es schmilzt. Was für euch jetzt bloß ein paar Sekunden gedauert hat, hat für mich jetzt sage und schreibe 9 Minuten gedauert. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich mache mal als erstes, weil ich eigentlich immer 10 von denen machen wollte und den Rest von den Wachsproben, die ich dann den Bestellungen hinzufügen kann. 2, 4, 6, 8, 10. Ihr werdet gleich sehen, was die wegsaugen können. Ich habe hier so mein Backpapier liegen, wo ich das dann drauflegen kann. So, und wenn ich das jetzt reinschmeiße, dann seht ihr das, hoffe ich. Moment, ich zeige es beim nächsten Mal.
Wenn ich das jetzt reinschmeiß, ich halte es hier an der Ecke fest, das ist das Gescheitste. Ja, ich verwende hier eine Pinzette aus meinem Bastelbedarf und dann tunke ich das einfach da rein und das saugt sich voll. Also da passt wirklich einiges rein. Vorne, als fast nichts mehr drin war, war die Schüssel relativ schnell leer. Dann lasse ich das noch ein bisschen abtropfen, bis es ein bisschen fest wird und dann lege ich das da drauf. Also die saugen sich super schnell voll. Es braucht überhaupt nicht lange und wie gesagt, die kann man dann auch in die Duftlampe reinlegen. Zack, 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 hat man eine Duftprobe und fest werden sie auch relativ schnell. Ja, jetzt mache ich meine 10 und dann gieße ich weiter. Wachs gebe ich wieder da rein, was an meiner Pinzette hängt. So, und dann versuche ich mal noch, ja, so viele wie möglich Duftproben zu gießen. Da bin ich jetzt gespannt. Also, ich fülle die nie ganz voll, weil ich finde, das ist zu viel für eine Duftprobe. Ja, jetzt fülle ich meine Förmchen voll und es sollte nie so wenig sein, dass sie jetzt auseinanderbrechen würden, wenn man sie rauslösen würde. Ich nehme ungefähr immer so ein Drittel von der Form, was ich auffülle. Ich bin jetzt mal gespannt, ob ich noch 18 Stück rauskriege. Okay, ich habe 18 Stück geschafft, bin ganz stolz auf mich. Jetzt muss das Ganze natürlich trocknen, solange das noch, was heißt trocknen, das muss fest werden, solange das noch warm ist in der Schüssel, putze ich mir die aus. Und dann ist er auch schon wieder bereit für den nächsten. So, da habe ich jetzt meine ersten von vorhin, die sind mittlerweile ausgekühlt und ich breche mal ein paar raus. Also ich drücke da hinten drauf. Na, ist ja ganz einfach. Und dann ploppen die auch schon raus. Und wie ihr sehen könnt, so dick sind sie. Also man schafft nicht immer die gleiche Stärke. Mal sind sie ein bisschen dünner, mal sind sie ein bisschen dicker. Aber ich sage ungefähr, das ist jetzt halt, circa ein Drittel von der Form. Und ich finde, das ist eine ordentliche Duftprobe, dass man halt auch riechen kann. Ja, was für Duft es ist. Meine gelben sind jetzt mittlerweile auch schon fest geworden. Also ich bin echt überrascht, was die aufgesaugt haben. Und das wären jetzt dann quasi meine Schnupperproben, die man dann aber auch in die Duftlampe reinpacken kann. Was ich auch total cool finde. Jetzt muss ich meinen Hund wälzeln. Braucht auch Aufmerksamkeit. Und ja, wie ich das verpacke, das zeige ich euch dann auch gleich noch. Wie ihr seht, war ich schon ganz fleißig. Ich habe meine drei Düfte, die ich gegossen habe, also die drei Bars, schon verpackt. Auch diese Filzproben habe ich schon verpackt. Da habe ich jetzt noch einen übrig. Den packe ich mir hier jetzt noch in die Tüte rein. Also wie man sieht, der ist richtig schön fest und da ist auch ordentlich Wachs drinnen. Ja, die packe ich mir hier in diese Tüten rein, weil ich die jetzt noch übrig habe. Klebt es zu und der letzte Schritt ist, dass ich Aufkleber drauf klebe. Dazu habe ich mir Aufkleber ausgedruckt. Da steht drauf, erwärme mich, rieche mich, aber iss mich nicht. Und dann steht halt drunter der Duft, welches das ist. Ich habe jetzt hier die gelben sind Lemon Blossom Basil. Dann ist das rosane Hibiscus Pineapple und die grünen sind Succulent Sunshine. Und da kommt jetzt jeweils überall noch hinten ein Aufkleber drauf, damit wir wissen, welcher Duft das ist. Für die Wachsproben habe ich so kleine Thank-You-Tütchen genommen, weil die ja als kleines Dankeschön in meiner Bestellung immer mit drin sind. Ja, jetzt sieht man es. Und diese Tüten haben eine Größe von 5,
5,5 x 5,5 cm und diese Lasche da oben hat eine Größe von 3 cm. Ja, man könnte jetzt halt, also solche Tütchen mit Motiven drauf, die gibt es in vielen verschiedenen Motiven. Ich habe jetzt meine bei AliExpress gekauft, man kriegt sie aber auch bei Wish und bei Amazon und es kommt halt immer darauf an, wie lange man Zeit hat und wann möchte. Und ich schaue halt immer, dass ich da den günstigsten Preis finde. Ich habe aktuell keinen Link dafür, weil diese Links immer variieren. Aber da müsst ihr halt einmal einfach ein wenig suchen. Dann findet ihr das auch schon. Und die anderen Tütchen, die ich verwendet habe für die anderen Proben, wo das Sensi-Logo drauf ist, also für diese Filzproben, da kommt dann auch hinten drauf noch ein Aufkleber. Das ist jetzt dann ja, mein letzter Arbeitsschritt, bevor ich wieder drei mache. Und da klebe ich dann hinten auch den Aufkleber drauf, dass man halt vorne dann schön dieses Sensi-Logo sieht. Und diese Tüten haben eine Größe von 8 cm mal 6 cm. Und die Lasche hat eine Höhe von 2 cm. Ja, das sind so die ersten Tütchen, die ich verwendet habe. Die habe ich jetzt noch übrig und deswegen verwende ich die noch gar zu Ende. Ja. Das war's jetzt heute so von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen behilflich sein. Ach ja, was ich noch unbedingt sagen wollte, schmelzt Wachs nicht in der Mikrowelle. Ich habe das anfangs auch gemacht. Das war ein großer Fehler, denn mit der Zeit hat sich meine Mikrowelle dann verabschiedet. Die hat gesagt, tschüss, ich mag nicht mehr. Das hat wohl damit irgendwie zu tun, dass im Wachs kein Wasser drin ist und die Mikrowelle ist darauf ausgelegt, dass Wasser beschossen wird. Also macht man es sich mit der Zeit kaputt. Das ist nur ein gut gemeinter Tipp. Wenn ihr jetzt sagt, die ist so alt, ich brauche eher neue, dann ist es eh schon wurscht. Aber mit sowas geht es in der Regel schneller. Oder wenn ihr zum Beispiel ein Glasgefäß nehmt und das im Wasserbad erwärmt, dann funktioniert es genauso. Aber ich kann euch das hier wirklich nur wärmstens empfehlen, weil so schnell und sauber kann man einfach nur damit arbeiten. Es hat noch einen schönen Ausgießer und man bekommt es dann restlos raus. Wenn man jetzt zum Beispiel das im Wasserbad macht, dann ist es oftmals so, dass es schon wieder kalt wird und das ist halt hier nicht der Fall, weil du kannst es halt immer wieder zurückstellen und dann bleibt das alles schön warm. Ja, das war's jetzt aber wirklich. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, viel Spaß beim Duftproben machen und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ciao!